Epicondylitis humeri radialis. Nun, das kennt jeder Mensch. Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Es geht heute um den Tennisellbogen. Auch wenn man keinen Tennis spielt, kriegt man gerne Schmerzen am Ellbogen. Manche haben es innen, nennt man Golfellbogen. Nun, was hat der Ellbogen zu sagen? Viel, viel, viel. Und viele Menschen haben Schmerzen und werden es nicht wirklich los. Kriegen dann so eine Schiene. Vorher kriegen sie tonnenweise Ibuprofen. Wenn sie Glück haben, kriegen sie mal physiotherapeutische Dinge. Doch manche werden es nicht wirklich richtig los. Nun, der Arzt schreibt eben oft nur Medikamente auf. Der Orthopäde guckt mal, nichts gebrochen, nichts verrenkt. Bänder noch alle dran, Sehnen, Muskeln alle noch dran. Naja, das ist eine Epicondylitis, eine Itis, eine Entzündung. Nur wenn ich die Patienten sehe in der Praxis, ist da nichts rot, nichts heiß, geschwollen. Nun, somit die Frage, ist es wirklich eine Entzündung oder eine Reizung? Schlussendlich spielt es keine Rolle, das Medikament beseitigt es nicht. Kommt immer wieder, vielleicht weil Menschen zu viel ergreifen müssen, schrauben müssen an der Arbeit und zu Hause geht es weiter und sich keine Ruhe gönnen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber da es immer weitergehen muss, wird es irgendwann chronisch, es geht immer weiter, man findet nicht den richtigen Therapeuten, der das beseitigen kann, der das richtig untersucht. Einige Therapeuten schauen dann schon wieder ganzheitlich. Das kommt dann vielleicht vom Arm oder vom Handgelenk, habe ich oft die Patienten. Das Handgelenk ist blockiert, dann macht man das frei und dann verschwindet es plötzlich. Oder es kommt von der Schulter, vom Nacken, vom Hals, Halswirbelsäule oder über weitere Faszien, Muskel, Gewebeketten von ganz woanders her. Und selbst wenn man daran arbeitet, wird es manchmal auch nicht besser. Es kommt immer wieder und wieder. Oder es geht niemals weg. Dann kriegt man so einen Verband oder so eine Schiene, wie man das nennt, mit so einem Klettverschluss. Ja, das schaut schon komisch aus, löst aber das Problem auch nicht. Wenn man das Ding wieder wegnimmt, ist der Schmerz wieder da oder kommt wieder. Und viele Behandlungen nützen nichts, weil es eben bei ganz vielen Menschen chronisch wird. Und manche wissen nicht mehr, was kann ich tun? Eben, das ist auch schon die Antwort. Was kann ich tun? Ich, der ich vielleicht einen Tennisellbogen habe, kann mich damit beschäftigen. Kann Übungen machen. Da gibt es jede Menge im Internet bestimmt. Man kann sich auch ein Buch kaufen. Man kann Yoga machen, Tai Chi, Qigong, wo man rausfindet, hey, was bringt was? Welche Bewegung ist vielleicht blockiert? Was ist genau schmerzhaft? Was kann ich nicht? Was kann ich nur halb bewegen? Wann kommt der Schmerz? Wie kommt der Schmerz? Eben die Selbstbeobachtung. Selbstreflexion, dann findet man vielleicht schon was heraus. Ach, immer wenn ich, in der Arbeit geschraubt habe, dann tut's weh. Vielleicht kann ich mit der anderen Hand was tun, um der Hand ein bisschen Ruhe zu gönnen. Vielleicht kann ich mehr den ganzen Körper einsetzen und so weiter. Also es gibt immer Möglichkeiten zu gucken, was kann man verändern. Tennisellbogen, wie gesagt, kann auch von der Halswirbelsäule kommen, von Schulter, Handgelenk. Da muss man gucken, wo ist da was blockiert, eingeschränkt und man muss es einfach versuchen mal über längere Zeit Übungen zu machen. Vielleicht hilft es was, kurzfristig oder nicht. Wenn man diese Übung gemacht hat, merkt man vielleicht, es hat nichts gebracht, es kommt immer wieder, irgendwie, ja, es wird besser, aber nicht wirklich. Und dann kann man weitergehen, wo kommt es noch her? Und dann kommt man vielleicht auf den Gedanken, weil man sich eben mit sich selbst beschäftigt, was gibt es noch in meinem Körper? Nicht nur Muskel, Sehnen, Knochen, Bänder. Der Arzt würde operieren, aber es löst das Problem nicht. Wenn nämlich energetisch, hier läuft zum Beispiel der Dickdarm-Meridian drüber, aus der chinesischen Medizin blockiert ist und die Bahn nicht frei ist, dann wird der Schmerz bleiben, obwohl operiert ist. Oder die Heilung wird eingeschränkt.
Oder es verlagert sich, ach, der Ellbogen ist super, jetzt tut mir nur das Handgelenk weh. Oder die Schulter. Und so sieht man, das Problem nicht gelöst, energetischer Stau. Und das kann wieder aufgrund einer Fülle sein, zu viel mal gemacht, zu viel mit der Maus gearbeitet. Dann bräuchte man Ruhe, Entlastung. Oder man hat eine Leere, irgendeinen energetischen Mangel, dass diese Struktur nicht versorgt wird. Und diese könnte man dann auffüllen in Therapien. Dazu wäre dann die Ernährung wieder wichtig und so weiter und so fort. Und dann, aufgrund dessen habe ich dieses Video gemacht, haben wir noch die sogenannte Ellenbogengesellschaft. Ja, ich fahre mal die Ellenbogen aus. Guck mal, wie ich plötzlich durch die Menschenmasse durchkomme. Oder der eiskalte Manager, komm, weg hier ist mein Bereich, meine Börse, mein Geld. Nun, da gibt es auch welche. Kann man mal gucken bei sich selber, wenn man Tennisellbogen hat, ob man vielleicht überall sich durchschieben, durchstechen möchte sozusagen. Wie gehe ich durch Dinge durch mit Gewalt? Oder Menschen, die sich nicht trauen, mal die Ellbogen einzusetzen, kriegen Schmerzen. Oh, ich kann meine Ellbogen nicht ausfahren. Ich kann mir keinen Platz verschaffen. Lasst mich mal durch. Habe ich keine Kraft dazu, keine Nerven. Das traue ich mir nicht. Das kann ich nicht, wie auch immer. Der Ellbogen. Sollte man schon viele Ansätze, die man mal durchspielen, durchdenken, durchüben könnte. Woran liegt es? Und ganz viele Menschen haben eben bei akuten und chronischen Beschwerden eben die Psychosomatik dahinter. Natürlich muss erstmal der Körper bearbeitet werden, das gehört dazu. Die Psyche und die inneren Themen, das dauert lange. Je nach Thema natürlich. Selbstvertrauen, mal Zähne zeigen oder die Ellbogen zeigen, komm, wenn du mich nicht durchlässt, dann gibt es Ärger. Aber manche trauen sich das nicht und sagen lieber, ah, ich habe Schmerzen, ich kann nicht. Müssen sich vielleicht auf der Arbeit mal durchboxen oder die Zähne zeigen, dass sie mal gesehen werden. Aber nein, ich kann nicht auf Arbeit, mir tut der Arm weh, ach, guck mal. Kann nichts tun, so eine Art Krankheitsgewinn oder wieder eine Flucht, weil man eben nicht raus kann aus seiner Haut. Die Ellenbogen. Und wie gesagt, die Ärzte haben nichts anderes zu tun, als Ibo aufzuschreiben, Cortison zu operieren, aber das ist da nicht die Lösung. Dann hat man wieder eine Narbe und wieder ein Problem mehr, was Unschönes mehr. Und das braucht man nicht. Der energetische Stau kann nicht rausoperiert werden, der bleibt immer da, das seelische Thema eben auch nicht. Und dann kommt es immer wieder weiter zu Problemen. Und dann ist die Epicondylitis humeri radialis nicht gelöst. Und ich hoffe immer, dass mehr Menschen anfangen umzudenken, sich vor allen Dingen auch mit sich selbst zu beschäftigen, um herauszufinden, warum habe ich diese besonders auch chronische Probleme? Wo kommt das alles her? Es kann ja nicht alles nur körperlich sein. Natürlich, wenn ich zu viel arbeite, mit der Maus hantieren muss, dann ist es schon erstmal gedacht körperlich. Aber warum mache ich so viel? Warum nehme ich mal nicht die andere Hand? Ach, kann ich nicht, geht nicht, das geht alles. Wenn man den rechten Arm verliert, wie schnell kann man lernen, plötzlich mit links was zu machen? Es geht, wenn man nur möchte. Man kann viele Dinge bewegen. Und das Hauptthema eben bei Erkrankungen ist immer, sich selber mal zu fragen, was sagt mir dieser jetzt hier Ellenbogen? Wofür steht symbolisch der Ellenbogen? Nun, das war's mal wieder vom Zentrum Yoga. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal
Und dann hören sehen wir uns bald wieder zum nächsten Video. Ciao, ciao.